Hallo zusammen, ich habe hier unsere meistverkaufte Kühlbox. Das ist wahrscheinlich die günstigste Kühlbox auf dem Markt mit Secop Danfoss-Kompressor. Der Secop Danfoss-Kompressor, ich habe hier ein Schnittmodell. Das ist der Kompressor, früher mal als Danfoss, heute ist das Secop. Und hier seht ihr, wie der von innen aussieht. Das ist der meistverbaute, beste Kompressor auf dem Weltmarkt. BD35 wird eigentlich so gebaut seit etwa 1998. Wir haben in dieser Box einen sehr guten Kompressor drin. Die Box ist vom Design her nicht das, was up to date ist, aber die Box ist relativ schmal, kompakt und hat sehr viel Innenvolumen. Wir reden hier von einem Innenvolumen von 28 Liter. Die 1,5 Liter Flaschen, die gehen hier stehend rein. Wenn ich die Box hier jetzt mal hinlege, dann sehe ich das Innenvolumen. Und hier kann ich diese Boxen, eine hier und fünf, so wie der Würfel, die fünf auf einem Würfel, die Anordnung kann ich hier reinmachen. Und hier habe ich noch ein großes Fach, in dem ich andere Sachen lagern kann. Die Box ist durch die Kompaktheit, der Deckel kann man wegnehmen, man soll sie aber nicht liegend betreiben. Die Box ist Schräglage unempfindlich. Bis 35 Grad. Den wieder einhängen hier. Hält er wieder. Die Box ist unempfindlich bis 35 Grad Schräglage. Also auch in einem Segelboot, was Krängung läuft, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt den auch mal überrollen. Also wenn ihr im Offroad-Fahrzeug das Fahrzeug mal überrollt, ist das für die Kühlbox, wenn sie gut gesichert ist, kein Thema. Wir haben für diese Box keine Befestigungslösung. Das Beste ist hier in diesem stabilen grauen Ring an die Wand zurren mit einer Spanngurte und dann hält diese Box. Wir haben hier hinten von den Anschlüssen her, wir haben zwei Kabel. Das eine ist ein 220 Volt Kabel, also ganz normaler Kalkgerätestecker und den Stecker für die Schweiz. Geräte, die in Deutschland bestellt werden, über Wemo Kältetechnik GmbH oder die Homepage wemogmbh.de, gibt es natürlich logischerweise einen Schuckerstecker dazu. Wenn ihr trotzdem in Deutschland einen Schweizer Stecker wollt, dann natürlich Mail schreiben und den Schweizer Stecker bestellen. Dann hier haben wir den 12 Volt Stecker und wir haben, machen wir auf, hier ein 12 Volt Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder. Das Teil ist 2,5 Meter lang. Was müsst ihr machen mit diesem Zigarettenanzünder? Diese Zigarettenanzünder sind scheiße. Ich mache euch ein Video in der Endcard hier oben, wo ich euch die Installation mit so einem Kabel zeige, wie es nicht sein sollte. Also ihr müsst den Stecker hier wegschneiden und wegschmeißen, weil der ist richtig scheiße. Und ihr könnt das Kabel dann hier trennen, hier abisolieren, zwei Klemmen drauf pressen, eine Sicherung dazwischen. Sicherung brauchen wir für das Kabel und nicht für die Box. Die Box ist an sich in sich wieder gesichert. Und wenn ihr direkt daneben die Batterie habt oder einen Anschluss, ja, was brauche ich dann? 2,5, 3 Meter
wenn ich hier neben der Box den Anschluss habe, dann schneide ich das Kabel halt hier ab. Dann weiß ich, das ist so und ich kann hier die Box einstecken, ich kann das Kabel im Fahrzeug lassen. Unter Umständen habe ich es in der Nähe von der Batterie, VW-Bus zum Beispiel oder sonst ein Bus, da habe ich die Batterie unterm Fahrersitz und da kann ich dann direkt auf die Batterie fahren, den Kabel wieder trennen, Ösen drauf machen, direkt auf die Batteriepole der Verbraucherbatterie mit einer Sicherung dazwischen. Und dann kann ich das einstecken, das Kabel im Fahrzeug hängen lassen, wenn ich die Box sonst brauche, rausnehmen und über 230 Volt betreiben. 90% der Störungen sind, wenn die Box zu wenig Spannung bekommt. Weiter gehen wir hier zur Einstellung. Wir haben eigentlich einen Einschaltknopf. Lange drücken, dass Kindersicherung nicht, dass man, wenn man kurz drauf kommt, dass er gleich ausschaltet. Da habe ich eine Set-Taste, die drücke ich einmal, dann kann ich die gewünschte Temperatur hier einstellen, über das Display rauf und runter. Wenn ich mit der Set-Taste zweimal drücke, dann blinkt hier das Grad Celsius und das Grad Celsius heißt, ich kann nur umstellen auf Grad Celsius oder Fahrenheit. Und wenn ich die Taste Z dreimal drücke, dann komme ich auf den Unterspannungsschutz. Hier habe ich die Anzeige High, Low und Medium. Wenn ich das einstelle auf High und ich habe das ohne Zweitbatterie im Fahrzeug, dann bin ich sicher, dass ich den Motor garantiert starten kann. Auch auf der mittleren Position wird die Batterie etwa zur Hälfte entladen, eine Blei-Starterbatterie. Und bei Low, da ist dann nicht mehr sicher, ob ich das Auto starten kann. Hier empfiehlt sich die Einstellung, wenn ihr eine Zweitbatterie habt, für den Betrieb im Wohnmobil oder Boot mit Zweitbatterie. Ja, die Box hier vom Energieverbrauch her, die braucht bei 5 Grad innen und 25 Grad außen 11,2 Watt. Das heißt, außen 25 Grad, innen eingestellt auf 5 Grad bzw. auf 4 Grad, weil er pendelt dann zwischen 4 und 6 Grad, brauche ich 11 Watt. Das ist ca. 1 Amperestunde. Wenn ihr eine 100 Ampere Batterie habt, eine Lithium kann ich 100% rausziehen, aus einer Blei kann ich die Hälfte rausziehen, also 50 Ampere, dann hält diese Box etwa 50 Stunden. Bei der Lithium etwa 100 Stunden. Bei 32 Grad außen brauche ich dann schon 20,1 Watt. Das sind 1,8 Ampere, das heißt, ihr kennt etwa damit 24 Stunden, 30 Stunden stehen. Die Box ist nicht das Energiewunder. Wir haben Boxen, die sind Energieklasse A3+, das verlinke ich euch natürlich hier oben. Die sind aber wesentlich dicker isoliert, die sind wuchtiger und durch das haben wir einen kleineren Stromverbrauch. Bei dieser Box hier, das ist wirklich der Vorteil, die ist klein, kompakt und für kleine Fahrzeuge gebaut. Wenn ich eine Zweitbatterie habe oder reise und fahre, ist der Stromverbrauch auch nicht so ein Thema. Ich kann damit einen Tag stehen, zwei Tage stehen, wenn ich eine Lithiumbatterie drin habe. Ja, das ist unsere meistverbaute Box, wahrscheinlich eine der günstigsten Boxen auf dem Markt mit dem Seco-Danfoss-Kompressor. Wir kommen nicht an irgendwelche chinesischen Nachbauten. Die Boxen haben wir am Lager. Ihr könnt bei uns die abholen. Wir senden ihn euch zu. Ich habe hier den Katalog.
2021, den verlinke ich euch unten auf der Seite. Von dieser Box gibt es noch die B20, die ist einfach ein Stück weniger hoch. Da fehlt eigentlich dieser Ring. Das mache ich euch ein Video hier unten. Hier bringe ich euch, wie man das ja nicht verdrahten sollte. Schaut euch das an und schaut euch das bis zum Ende an. Und hier ist unsere beste Kühlbox, Energieklasse 3x+. Die braucht, obwohl sie doppelt so groß ist wie diese Box, nur die Hälfte Strom. Ich wünsche euch einen schönen Tag.